ein schnurriges Willkommen bei Kitty Plays The Dig. Wir reden gerade mit dem geheimnisvollen Erbauer, der alles zerstört, oder so ähnlich wie er sich selbst nannte, und haben ihn gerade ausgefragt über sein Labor und die komische Maschine. Und er meinte, das öffnet die Pforte zur Raumzeit 6. Man kann hineingehen, aber nicht wieder hinaus. Und selbstverständlich sind die beiden Menschlein hier, Boston Low und Maggie, ich habe ihren Namen vergessen, Maggie Robbins, sind natürlich überheblich genug, zum einen, dass sie stark genug sind und stark genug mit der Realität verbunden, um wieder zurückzukommen. Nun ja, diese Hypothese wollen wir testen. Wir fragen ihn jetzt also, wo sich das fehlende Maschinenteil befindet. Bitte hören Sie auf, mit uns zu spielen. Wo ist das fehlende Teil? Ihr könnt nicht verstehen, was geschieht, wenn das Auge aktiviert wird. Ihr könntet nicht aufbringen, was es euch kosten würde. Ja, Sie haben uns gewarnt. Wo ist das Teil denn jetzt? Geht zur Karte mit dieser Nachricht und seht, was sie anzeigt. Und er hat uns einen Stab hin teleportiert. Ich kann ihn aber nochmal auf das Maschinenteil ansprechen. Das heißt, es scheint etwas Neues, was wir noch nicht gehört haben, zu geben. Ich habe genug gesagt. Okay, das war's. Nun gut. Dann, wir haben ja schon über alle anderen Themen geredet. Beenden wir mal das Gespräch. Helft euch selbst und gebt auf. Seht niemals in das unmögliche Auge. Ihr habt nicht genügend Kraft, um von dort wiederzukehren. Möchte uns vor dem Schicksal seines Volkes bewahren. Eigentlich ziemlich nobel, aber Stab des Schöpfers. Er hat nicht mit der Starrsinnigkeit der Menschen gerechnet. Übrigens hier im Hintergrund die Vögel, die auch immer mal landen und so. Das ist schon schön, wie sie die Welt gemacht haben. Hier die Pflanzen, die einem kurz Energie aufsaugen und dann auf alle anderen Pflanzen verteilen. Ach, ich mag Spiele, wo so solche Welten sind, wo auch solche Details sind. So, jetzt wieder Licht auf Magie klicken. Da haben wir den Pfad. Da haben wir die Lichtbrücke. Und dann wollen wir zur Karte. So, und gehen zu der Klappe mit den Knöpfen und da haben wir den Stab des Schöpfers. Das ist einmal blau, ich glaube das vorletzte, nein, blau das letzte, der grüne Würfel, blau das vorletzte, der grüne Würfel. Der grüne Würfel hier ist schon mal richtig. So, blau das letzte, das wird lang dauern, weil wir schon bei grün waren und einmal durch alle Farben durch müssen. Der grüne Würfel und jetzt müssen wir eigentlich nur noch durchklickern, bis wir bei Blau dem vorletzten sind. Bitteschön. Da rechts ist es hell und... Da ist das Teil also. Vorausgesetzt, er hat uns den richtigen Code gegeben. Ah, ja. Moment. War das hier wieder zu genau? Ich glaube, ich weiß... Das war doch... Nein. Er wartet, bis die Fledermäuse weg sind. Ah, doch, ja. Das müsste ich sein. Dieses gelbe Licht. Verschwinden Sie von hier! Ich werde nicht zulassen, dass Sie meine Kristallmaschine zerstören! Kristall was? Wir wollen gar nichts zerstören.
meine Maschine funktioniert noch nicht. Ja, lachen Sie nur. Ich habe alle Inschriften studiert. Maggie ist nicht die Einzige, die fremde Sprachen entschlüsseln kann. Ich bin genau nach den Plänen vorgegangen. Aber es fehlt noch etwas. Ohne das funktioniert die Maschine nicht. Wenn Sie also denken, Sie könnten mir meine Kristalle noch mal stehlen, Commander, denken Sie sich was anderes aus. Vorher werde ich Sie töten. Und glauben Sie mir, niemand wird Sie wiederbeleben. Sie haben mich bisher zweimal ausgeraubt und ich Sie nur einmal. Also habe ich noch einmal gut. Machen Sie sich nicht über mich lustig! Machen Sie sich nicht über ihn lustig, Boss. Oh, Menno. Gehen Sie weg. Meine Arbeit ist sehr wichtig. Das sagt er immer die ganze Sie Zeit. Sie können schon überhaupt nicht verstehen, was ich hier tue. Okay, dann ist das nicht hier. Ich dachte, das wäre hier so der. Okay. Ich würde sagen, ich gucke jetzt mal alle Orte durch. Also in der Gruft, denke ich mal, ist es nicht, ganz ehrlich. Jetzt war es bitte. Also das hier ist ja so die Bahn. Ja, ich weiß, es gibt schnellere Wege, aber man ist mal so. In den Nexus. So, Kartenbahn. Wir gucken uns mal die Karteninsel komplett an. Öffnung. Das ist eindeutig nicht, ne? Das war ja hier so links so blau mit einem dunklen Loch. Ich habe gedacht, das wäre ein Loch. Und dann ist es recht so hell geworden. Dann gibt es die Höhle. Da können wir ins Nest gehen. Ja, hier ist schon mal blau und ach, hier hinten ist auch wieder so ein Tierchen. Hier ist es so unheimlich, wie in dem Wald hinter unserem Haus, als ich noch klein war. Da, wo der Wasserfall ist, war auch nicht irgendwas noch gelb. Am Strand. Ah ja, doch, ja. Hier. Das Loch. Und hier wird's. Kann man hier etwa irgendwie rein oder so? Stellt er sich da hin. Ich meine, das sieht ja schon aus wie so eine Maschine. Ich sehe es nicht. Ich sehe kein Maschinenteil im Bild. Ach ja. Ich würde zu gerne wissen, was passiert, wenn ich das Teil wieder dahin bringe, wo es hingehört. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Also ich meine, ich bin ja jetzt, ich habe es jetzt gefunden, aber das war reiner Zufall. Wieder. Nee. Ich fahre keinen Zug. Ich nehme natürlich die Lichtbrücke. Den einmal noch an den armen Vogel, dessen Nest wir hier runterstoßen mussten. Und dann geht's ins Lab. Da kann ich jetzt gerade gar nichts machen. Ich wollte jetzt eigentlich beim Runtergehen einmal so die Dinge antippen, weil sie sich so lustig bewegen. Schauen wir ihnen mal zu, wie sie runterlaufen und gucken mal, was passiert, wenn sie das letzte Stück einsetzen. Und da kommt Brink. Wo waren Sie? Wo wir waren? Ich brauche Ihre Kristalle! Und zwar alle! Und zwar sofort! Kommen Sie, Brink. Wie viele Kristalle kann ein einzelner Mensch benutzen? Doch nicht für mich, Sie Ignoranten! Ich brauche sie für meine Maschine. Für die Wissenschaft. Forschung.
Rücken Sie sie raus! Maschine? Wovon reden Sie? Ich habe genug vom Reden! Ich werde nicht zulassen, dass mich irgendjemand von der größten wissenschaftlichen Entdeckung der Geschichte abhält! Okay. Ich habe nur noch ein paar Kristalle übrig, Brink. Aber wir können gerne teilen, wenn Sie wollen. Ich will alle. Sie haben nicht geteilt, Lo. Ich habe sie einfach genommen. Ihr Glück, dass Sie nicht gegen mich gekämpft haben. Ich hätte sie dafür umgebracht. Sie hätten es versucht. Sie beide werden nicht mehr als eine Fußnote in der Geschichte meiner Errungenschaften sein. Größenwahnsinnig ist er geworden. Er hat das Maschinenteil nicht beschädigt, oder? Ja, sie haben ja auch nicht gekämpft. Also setzen wir das Maschinenteil ein. Es passt, aber die Maschine arbeitet immer noch nicht. Naja, weil die Kristalle... Hat der Außerirdische uns angelogen? Oder braucht die Maschine noch etwas zum Laufen? Das ist ja klar, die Kristalle waren bis eben noch drin, das kann man sich ja denken. Gut. Ich habe ja so eine Vermutung, aber ich fahre mal mit der Bahn, weil wir da jetzt nicht ewig lang hochlaufen müssen. Wir gucken trotzdem mal, in der Museumsinsel ist ja diese Mulde mit den vielen Kristallen. Ich habe aber die Befürchtung, dass Brink die auch schon komplett ausgeräubert hat. Ansonsten... Das ist wie bei den Wespen. Wenn die kommen, heißt das auch, dass sie nichts zu essen finden. Also meistens, wenn es ziemlich heiß ist oder ihre Saison eigentlich schon vorbei. So, Museumsbahn möchte ich. Und einmal hier rein. Ja, wie ich mir gedacht habe, eine leere Kristallmulde. Sie sind alle weg. Für seine Maschine. Das ist jetzt auch wieder eine Parallele zu Indiana Jones, und zwar zum Endgame von Indiana Jones, wo eine bestimmte Anzahl, die der Spieler auswählen kann, von Orchal Compern in eine Maschine gesteckt wird. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Ich hätte jetzt eigentlich auch wieder rübergehen können zur Lichtbrücke. Naja, egal. Dann besuchen wir doch nochmal Brink. Das war die Gruftinsel, wenn ich mich nicht irre. Planetarium. Wahrscheinlich bin ich jetzt genau in die falsche Richtung gelaufen. Kathedrale. Gruft. Da haben wir es doch. Gruft. Und ab in die Bahn. So, einmal hier hoch, einmal hier hinter, Inneres und warten, bis die Fledermäuse weg sind, die wie ein bisschen wie ein Blatt Papier fliegen. Und dann gucken wir mal, was Brink gemacht hat. Läuft denn die Maschine jetzt, Brink? Steckt seine Hand schon wieder in irgendwelche Löcher? Müssen wir die wieder abschneiden? Was machen Sie hier? Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Wartet er darauf, dass die Animation zu Ende ist, damit der Dialog funktioniert? Ich werde es nicht zulassen, dass Sie mich von meiner Forschung abhalten. Zum Thema Zombie, er sieht auch schon so ziemlich grau von der Haut aus, ne? Schon für eine ganze Weile. So, okay. Fragen wir doch nochmal den Schöpfer. Halt, nein, können wir nicht, wir haben keine Kristalle. Okay. Das könnte ein Problem sein. Vielleicht hat Maggie eine Idee. Robbins! So besorgt ich um Brink auch bin, so wütend bin ich auch auf ihn. Er ist verrückt, durchgeknallt und völlig außer sich vor Gier. Er ist nicht er selbst. Es liegt an diesen verdammten Kristallen.
Ja, die Kristalle. Gut, das Maschinenteil haben wir jetzt. Ich würde gerne wissen, wo wir welche haben. Wir sollten uns gut überlegen, ob wir die hier auf der Erde herstellen wollen oder nicht. Jetzt, wo wir gesehen haben, was mit Brink passiert ist. Keine Sorge, wir werden wahrscheinlich nie dahin zurückkehren. Und selbst wenn, wird wohl niemand diese außerirdische Wissenschaft begreifen. Außer Brink. Und der ist irre. Danke. Okay. Ich habe eine verrückte Idee. Und zwar, was, wenn eben das Maschinenteil, was wir eben in die Maschine eingesetzt haben, auch Brink hilft. Und wenn wir ihm helfen, triggert das... Ich meine, im Endeffekt versucht man ja immer nur, das nächste Story-Element zu triggern. Die Logik könnte sein, wenn wir ihm helfen, dann wird er vielleicht freundlicher uns gegenüber. Müssen wir halt warten, bis er ganz gemächlich hier runtergelaufen ist. In anderen Spielen ist es übrigens so, dass er per Doppelklick nicht teleportiert zum Ausgang, sondern dann rennt die Spielfigur halt einfach. Gucken wir nochmal, ob wir das Maschinenteil wieder rauskriegen. Das nehme ich besser mit. Und dann würde ich mal gucken, was passiert, ob dieses Maschinenteil allgemein für Maschinen, weil wir haben sie aus der anderen Maschine auch rausgeholt, ne? Dass wir das Brink einfach mal geben. Das ist übrigens der Grund, warum ich immer hier mit der Bahn gefahren bin, weil dieses hier hochlaufen ist bei der Insel doch etwas nervig. Und auch hier muss man einen Scroll-Vorgang einleiten. Das heißt, man muss warten, bis er einmal durchs Bild gelaufen ist. Und vorher kann man nicht auf die Lichtbrücke doppelklicken. So, zur Gruftinsel und zu Brink. Und dann geben wir ihm mal das fehlende Bauteil. Wieder auf den Papierflieger warten und das fehlende Bauteil an Brink. Ich will das nicht haben. Das ist nur ein weiteres Artefakt. Brink, es ist wichtig. Ich glaube, ich weiß, welches Teil bei Ihrer Maschine fehlt. Sie wissen überhaupt nichts. Sie sind kein Wissenschaftler. Sie sind nur ein exerzierender Zinnsoldat. Ich glaube, es ist das gleiche Teil, das der Generator brauchte. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu der gesamten außerirdischen Technik hier. Der außerirdische Erfinder hat es versteckt, weil ohne das Teil keine der Maschinen funktioniert, die er für gefährlich hält. Warum sollte der Erfinder von Lebenskristallen sie für gefährlich halten? Weil sie sich mit den Kristallen so gut fühlen, dass sie ihr Leben übernehmen. Das hat er uns verraten. Sie sind nur noch daran interessiert, mehr davon zu finden. Er hat gesagt, das sei sein zweitgrößter Fehler gewesen. Und der größte Fehler? Das Auge. Sie und Maggie wollen mir also einreden, dass ich verrückt bin? Aber Sie wollen einen noch größeren Fehler begehen? Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor, Brink. Ja, so wie unsere letzte Abmachung. Ich habe meinen Teil eingehalten, aber Sie haben einen Rückzieher gemacht. Ich habe keinen Rückzieher gemacht, ich wollte nur erst mit Ihnen darüber reden. Keine Abmachungen mit Lügnern und Dieben. Brink, um diese Maschine zum Laufen zu bringen, brauchen Sie, was ich habe. Aber wenn sie funktioniert, werden Sie auch genügend Kristalle haben, richtig? Sie könnten sie mit uns teilen und es würde Sie überhaupt nichts kosten, stimmt's? Vorausgesetzt, Sie haben das fehlende Teil, ja. Das ist die Abmachung. Ihre Maschine, mein Teil. 50-50 von den Kristallen. Ich weiß, dass Sie vorhaben, mich zu betrügen. Wir werden nicht mal in die Nähe der Maschine gehen, sobald sie läuft. Sie teilen die Kristalle auf. Was hält mich dann davon ab, alle zu behalten? Ich habe eine militärische Ausbildung, Brink. Egal wie gesund und stark sie auch sind, wenn ich beschließen sollte, gegen sie zu kämpfen, dann werden sie verlieren.
Und dann werde ich sie alle behalten. Haben Sie das verstanden? Herr Müller. Holen Sie Ihr Teil und setzen Sie es ein. Selbst Lügner und Betrüger können miteinander handeln, wenn sie einander dabei nur genau im Auge behalten. Also benutzen wir das Maschinenteil mit dem Relikt. Er hat uns ja schließlich angewiesen, das zu tun. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die beiden verbinden kann. Na da, ja, mit Loch. Klingt doch gut. Es passt perfekt. Genauso haben sich die Außerirdischen das gedacht. Es ist nichts passiert. Doch. Sie vibriert. Haben Sie Geduld. Wer weiß, wie schnell sie arbeitet. Wir müssen einfach warten. Kein Problem. Wir teilen 50-50, richtig? Natürlich. Ja, 50-50. Sehen Sie, hier ist einer. Noch einer. Zwei. Ist das alles? Nur zwei? Ich brauche mehr als zwei. Dazu kann ich nichts sagen, Brink. Aber ich brauche mehr als einen, das ist sicher. Sie haben immer noch jeden Kristall, den Sie finden konnten, und alle, die Sie mir gestohlen haben. Fassen Sie sie nicht an. 50-50 haben Sie gesagt, Brink. Sie müssen hunderte dieser Kristalle haben. Wenn ich diese zwei nehme, ist es noch nicht mal 50-50. Ich wusste, Sie sind ein Lügner und Betrüger. Sie wollten mir nicht einmal einen davon lassen. Ich werde die Maschine noch verbessern. Sie wird mehr produzieren. Aber nicht, wenn wir weg sind. Ich brauche das Maschinenteil für den Generator. Sie werden die Finger von der Maschine lassen, Sie lügnerischer Dieb! Wenn das Auge erst funktioniert, können Sie entweder mit uns zurück zur Erde kommen, oder Sie bleiben hier, holen das Teil und stecken es wieder in Ihre Maschine. Haben Sie nur ein wenig Geduld. Ja, ich glaube, das Spiel möchte, dass wir das Maschinenteil nehmen. Mit so wenigen Optionen hätte man auch die Nein. Animation weiterlaufen lassen können. Meine Maschine hört auf! Sie haben meine Maschine zerstört! Sie sind ein toter Mann! Brink, bitte! Wir müssen doch nicht kämpfen! Sie können das Teil wiederhaben, wenn wir es nicht mehr brauchen. Alles, was Sie sagen, ist gelogen! Maggie, reden Sie mal mit ihm. Wie muss ich jetzt an Verschwörungstheoretiker Wenn denken? Wenn Sie auch nur ein Wort sagen, dann bringe ich Sie auch um, Maggie. Brink, ich will Ihnen nicht wehtun. Sie werden mir nicht wehtun, wenn Sie tot sind. Das hätte jetzt nicht viel Sinn gemacht. Oh, Maggie, bitte glauben Sie mir. Ich wollte ihn nicht verletzen. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Es war auch nicht Brink, der hier gestorben ist. Brink starb, als er durch das Loch in den Nexus gefallen ist. Es war etwas anderes, das über den Felsen gestürzt ist. Irgendetwas Fremdes. Entstanden durch diese Todeskristalle. Maggie, machen wir einen noch viel schlimmeren Fehler? Wenn wir das Auge aktivieren? Zombie-Kristall. Der schlimmste Fehler, den wir machen können, ist es, in dieser Welt auch nur eine Sekunde länger zu bleiben als nötig. Wir müssen alles tun, was wir können, um zu überleben. Und wenn wir dabei sterben? Haben Sie es immer noch nicht kapiert, Boston? Dieser Ort hier ist schlimmer als der Tod. Ich würde lieber sterben, als hier zu bleiben. So. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal in der Kathedraleninsel vorbei und bauen das fehlende Maschinenteil sowie die zwei Kristalle ein.
hätte mal gucken wollen, ob die einfach alleine ganz runterlaufen. Der Außerirdische hatte recht. Das Ding hat schon einen von uns getötet. Aber jetzt ist es wieder dort, wo es hingehört. Die Kristalle, für die Brink sterben musste. Und es hörte sie eben so, als hätte sich was aktiviert. Ja, diese Konsole leuchtet jetzt auf. Und die Kristalle blinken auch so komisch. So. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was jetzt kommt. Ich könnte jetzt behaupten, da wir letztes Mal überzogen haben. Nein. Auch nicht wirklich, weil ich fies bin, sondern weil ich glaube, dass jetzt ein Abschnitt kommt, der zusammenbleiben sollte und der ein ganzes Stück dauert. Und wahrscheinlich sogar, wenn ich mich nicht irre, ist das sogar das Ende. Das heißt, kurz vorm Ende beende ich die Episode, sodass das Ende schön in eine eigene Episode passt. Und nicht irgendwie in der Mitte unterbrochen werden muss, weil die Episode sonst eine Dreiviertelstunde werden würde oder so. Also, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wie immer, der Würfel sagt, wann die kommt. Und ich sage, ciao, miau.